Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Einleitung. Genau, was ich nicht machen werde, muss ich gleich sagen, wenn es eben um die Paradigmen geht und die unterschiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze, ist hier die gegenüberstellen. Das ist ein bisschen was anderes, sondern was ich jetzt hier tun werde, ist vor allem empirisch unterschiedliche Aspekte von Ungleichheit aufzuzeigen. Wir können gerne nachher in der Diskussion darüber reden, wie das von unterschiedlichen Paradigmen aufgegriffen wird. Gerade in der Ungleichheitsforschung hat sich ja sehr viel getan, auch in der Neoklassik, muss man sagen. Und jedenfalls im Mainstream, nachdem wie breit man die Neoklassik fasst. Genau, aber was ich hier jetzt machen möchte in der nächsten Stunde, ich werde mich sehr bemühen, habe auch Unterstützung zugesagt bekommen, ist eben über die Ungleichheit zu sprechen in ihren unterschiedlichen Facetten. Und die erste Frage, die man sich natürlich mal stellen muss, ist Ungleichheit, Verteilung, wovon? Da gibt es einerseits natürlich die funktionelle Ungleichheit zwischen den Faktoren Arbeit und Kapital, darüber werden wir reden. Die personelle Ungleichheit auf Haushaltsebene. Die globale Verteilung, die ich in diesem Vortrag aus Zeitgründen ganz ausklammere, also gleich zur Warnung, es wird sehr Euro- und Deutschlandzentrisch werden hier jetzt, was nicht heißt, dass nicht globale Verteilungen genauso wichtig und zentral wären, eigentlich sich anzuschauen. Und dann natürlich auch ganz wichtig, auch von meinem eigenen Forschungshintergrund, aber auch aus meiner Ansicht nach aus Verteilungssicht die Frage der Vermögensverteilung. Das heißt noch einmal eben als Überblick, wir reden über Arbeit, Kapital, wir reden Einkommen zwischen Personen, wir Vermögen und dann eben auch, weil ich auch gebeten wurde, mich auf wirtschaftspolitische Aspekte auch zu konzentrieren, die Frage von Verteilung und Macht. Und ich möchte das gerne dann anhand von drei konkreten Beispielen wirtschaftspolitischer Diskussionen machen, wo es um konkrete Projekte, um konkrete wirtschaftspolitische Interventionen gegangen ist, auf deutscher, österreichischer, aber auch europäischer Ebene. So viel mal kurz zum Aufriss. Zunächst die Frage, die man hier wahrscheinlich gar nicht so zentral stellen muss in diesem Forum, aber trotzdem finde ich immer gut, es sich bewusst zu machen, warum überhaupt Verteilungsforschung? Warum ist das Verteilungsthema ein zentrales und ein wichtiges? Ich finde es sehr spannend, weil sich da durchaus progressive mit sehr liberalen Ideen eigentlich treffen, von was die grundlegende Werthaltung angeht. Ich bin der Meinung, dass es nicht möglich ist, um das gleich auch noch vorweg, objektiv Wissenschaft zu betreiben, sondern es ist immer eine Frage der eigenen Weltsicht und Einstellung und von dem her möchte ich das irgendwie da auch gleich klar machen, dass eben in der Frage der Ungleichheit sich eher progressivere und liberale Einstellungen oft sehr, sehr nahe kommen, wenn es nämlich um die Frage der Chancengleichheit und der Leistungsgerechtigkeit geht, auf der moderne westliche Hocheinkommensgesellschaften in ihrer Legitimation, ihrer Rechtfertigung oft aufbauen. Genau. Jetzt aus einer rein ökonomischen und man könnte sogar sagen ökonomistischen Sicht, ist Ungleichheit etwas Negatives? Dazu gibt es inzwischen recht viel Forschung, dass hohe Ungleichheit dem Wirtschaftswachstum schadet, wenn man das als Ziel sieht. Bei ökologischen Fragen und Fragen der Nachhaltigkeit ist es zumindest nicht a priori ganz klar. Aber wenn man jetzt wirklich dieses grundlegende Ziel der Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswachstum in seiner alten Form betrachtet, ist es inzwischen ziemlich klar, dass Ungleichheit dafür negativ ist. Also dass es keinen Trade-off gibt, wie es die Neoklassik oft angenommen hat zwischen Ungleichheit und Wachstum, sondern ganz im Gegenteil, dass gerade die Stabilität des Wachstums und im Zuge der Krise hat man gesehen, dass damit auch das absolute Niveau des Wachstums von Ungleichheit negativ beeinflusst wird. Und ganz zentral eben auch die Frage also einer der Kanäle, aber ganz zentral halt auch die Frage der Finanzmarktstabilität. Auch dafür ist Ungleichheit
auch das beeinflusst Ungleichheit ziemlich eindeutig negativ. Also Spielgeld ist ein bisschen plakativ gesagt natürlich, aber die Investition, das werden wir im Nachhinein noch genauer sehen, die Investitionsbereitschaft auf Finanzmärkten und auch die Risikobereitschaft steigt mit dem Einkommen und daher, je mehr Einkommen und Vermögen am oberen Ende konzentriert ist, umso volatiler werden auch die Finanzmärkte absehbarerweise. Wenn man dann eben jetzt von diesen Zielen der Wirtschaftspolitik weggeht und zu Werthaltungen geht, dann kann man durchaus argumentieren, dass hohe Ungleichheit auch ungerecht ist. Wenn man eben von einer Werthaltung der Chance der Leistungsgerechtigkeit ausgeht und sagt, eigentlich sollte Arbeit mehr wert sein als Erben oder als Heiraten, was doch, also jedenfalls im ersten Fall, weitgehend zufallsgetrieben ist und auch Heiraten irgendwie nicht so stark mit einem Leistungsgedanken verbunden ist wie eben Arbeit. Und eben auch eben diese Grundeinstellung, in einer reichen Gesellschaft sollten alle gut leben können. Aus einer stärker politökonomischen Sicht ist Ungleichheit insofern negativ, als sie den sozialen Zusammenhalt schwächt und da Dinge aufbricht, die in eben einer funktionierenden Gesellschaft, wo irgendwie ein gewisser gemeinschaftlicher Gedanke hilfreich ist im politischen System. Also ich habe das eben jetzt da so formuliert, Abgehängte koppeln sich ab. Es gibt viel Forschung dazu, dass in niedrigen Einkommensgruppen deutlich weniger politische Partizipation zu finden ist. Das heißt, die sich abgehängt fühlen bereits, bringen sich in demokratische Prozesse, bei Wahlen gibt es natürlich die Daten, aber auch in andere partizipativere Prozesse weniger ein als Mittel- und Hocheinkommensgruppen. In der Mittelschicht besteht das Risiko, dass sie sich eben nach unten beginnt abzugrenzen und versucht vor allem eben nach unten sich abzusichern und damit ihr Augenmerk darauf legt, eben diese abgehängten Gesellschaftsschichten quasi fernzuhalten und nicht selber nicht selber abzusteigen. Und bei Reichen, in besonders ungleichen Gesellschaften, das ist sehr gut dokumentiert von Wilkinson und Pickett in ihrem ersten Buch, The Spirit Level, dass Reiche stärker auf individuelle gesellschaftliche Lösungen setzen und eben das auf Einzelebene lösen und nicht mehr gesamtgesellschaftliche, was insgesamt zu schlechteren Ergebnissen führt, schlechteren Outcomes führt. Das heißt, das Risiko besteht, dass auf allen Gruppen, und das ist nicht ein Problem irgendwie der unteren Ebene oder so, aber alle Gruppen werden anfälliger und werden offener mit stark steigender Ungleichheit für autoritärere Gesellschaftsformen. Also aus politischer Sicht ist das der Grund, warum Ungleichheit ein Problem ist und aus meiner Sicht adressiert werden muss und sollte. Und jetzt, also nach diesem einleitenden, warum Sie sich dafür interessieren sollten, was ich jetzt sagen werde, gehen wir gleich in medias res und sprechen zunächst einmal über die Verteilung von Einkommen zwischen Kapital und Arbeit. Konkret der Lohnquote, die definiert ist als der Anteil der Arbeitnehmerinnen Entgelte am BIP zu Faktorkosten, also in Layman's Terms, vereinfacht gesagt, einfach der Teil des Kuchens, der über unselbstständige Arbeit aufgeteilt wird. Und jetzt eben die erste Frage, die ich jetzt in diesem Vortrag stellen möchte, wie sich die Lohnquote in Deutschland und der EU in den letzten 6 Jahrzehnten entwickelt hat. Eben die funktionale Einkommensverteilung, das sind die bereinigten Lohnquoten in Kontinentaleuropa, von 1960 bis 2018, also über die lange Sicht. Und wenn Sie jetzt einfach gedanklich mal diese Linien fortschreiben, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie jetzt irgendwie einen Stift zur Hand nehmen und das machen, aber wo Sie so grob erwarten, also Sie haben in Rot Österreich, Schwarz in diesen Daten noch nicht, weil es eben vor der Wiedervereinigung war, Deutschland setzt damit 1990 ein, Spanien in Gelb, Frankreich in so braunisch, Italien
lila und die EU in blau. Aber wenn Sie sich ungefähr die rote Linie anschauen, Deutschland und Österreich sind da weitgehend parallel, wo Sie das Gefühl haben, dass die Lohnquoten so hingehen. Sie haben ein Bild im Kopf? Ist das deutlich nach unten in allen Fällen. Also in Kontinentaleuropa, wie gesagt, wenn Sie sich Sie sehen da jetzt auch Deutschland, aber eben Österreich, Italien, aber auch die Gesamt-EU, sind so eben seit den 1970ern, 80ern durchaus deutlich zum Teil gefallen. Ja? Und nochmal zur Erinnerung, das ist die Aufteilung des gesamten Einkommens auf Arbeit auf der einen Seite, das sehen Sie hier, das ist eben die Lohnquote, und das komplementäre Gegenstück dazu ist die Gewinnquote, also der Einkommen von Selbstständigen, Kapitaleinkommen und Vermögenseinkommen. Also so. Das heißt, in dem Maß, wie die Lohnquote hier sinkt, steigt natürlich die Gewinnquote. Das ist eine ganz klare Umverteilung von dem Faktor Arbeit zum Faktor Kapital über die letzten, was auch immer das jetzt ist auf die Schnelle, 6 Jahrzehnte in Europa, in Kontinentaleuropa. Ja? Und da geht es, wie gesagt, nicht um Theorien oder um Weltsichten oder so, sondern das sind Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die von den europäischen Statistikämtern produziert werden. Das ist noch keine Diskussionsfrage oder keine Meinungsfrage oder Ansichtsfrage. Ne? Das sind jetzt einmal einfach die Daten, die wir sehen. Wo es dann eher ins Theoretische geht oder in die Weltsicht geht, ist die Frage der Gründe für den Fall der Lohnquote. Da findet sich in der Literatur unterschiedliche Aspekte. Ein zentrales ist natürlich die Globalisierung, also die Auslagerung von Produktion oder auch nur die Drohmöglichkeit der Auslagerung der Produktion international, aber halt im ersten Schritt oft Osteuropa oder dann weiter. Also die Frage, wie viel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen versus wie viel Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige und Kapitaleinkommen bleibt, ist immer natürlich eine Aushandlungs- und eine Machtfrage. Jedenfalls eben in Theorien, die das nicht als naturgegeben sieht. Die relative Entlohnung. Und warum die Natur gegeben sein sollte, wenn sie sinkt über die Zeit, ist nicht leicht zu erklären. Genau, also wenn es eben um Macht geht, ist die Frage, wo besteht diese Macht? Und Globalisierung ist ein Aspekt. Ein weiterer ist die Flexibilisierung, also die Erhöhung des Drucks auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die Zunahme der Arbeitslosigkeit, die Möglichkeit, andere Arbeit zu finden, natürlich eine Outside Option ist in einer spieltheoretischen Betrachtungsweise für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, ist der Druck und die Notwendigkeit, weniger stark steigende Löhne in Kauf zu nehmen, natürlich größer. Wenn man nicht leicht, also wie Ihre wahrscheinlich inzwischen schon fast Großeltern, aber meine Elterngeneration auf den Arbeitsmarkt gekommen ist, konnten die unter mehreren, also sind die direkt aus dem Studium oder aus der Schule sogar abgeworben worden, konnten zwischen mehreren Joboptionen wählen. In so einem Umfeld, wo es so leicht ist, eine Alternative zu finden, führen sich Lohnverhandlungen einfach leichter, auf individueller wie auf Branchenebene. Deswegen ist übrigens eines der zentralen Ziele von keynesianischen oder eben von einer Sichtweise auf die Wirtschaft, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen sehr in den Vordergrund stellt, eine niedrige Arbeitslosigkeit oder Vollbeschäftigung so zentral. Und ein ehemaliger Kollege von mir hat Vollbeschäftigung immer so definiert, dass sich der Chef vor der Entlastung fürchtet. Also etwas, was einfach diese Machtumkehr genau, ganz, ganz greifbar macht und fühlbar. Also vor der Entlassung der Arbeitnehmer, ne? Also davor, dass die Arbeitnehmer gehen. Also wenn sich da das Management davor fürchtet, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen könnten, dann herrscht Vollbeschäftigung, dann hat man diesen Umkehr der Macht im Gegensatz dazu, wie er jetzt ist. Ein weiterer Faktor
ist oder kann man auch argumentieren, dass der Einfluss der Vermögensinhaber, Besitzer und Besitzerinnen ist. Und schließlich die Abnahme der Gewerkschaftsmacht, die eben die Lohnverhandlungen führt. Gerade in Deutschland sehen wir ja ganz stark, dass die Kollektivvertragsabdeckung inzwischen schon deutlich unter 50% gesunken ist. Mit so einer geschwächten Position ist es natürlich schwieriger, die Löhne und Lohnverhandlungen offensiver zu führen. Genau, so viel einmal zur funktionellen Verteilung, zur Verteilung zwischen Arbeit auf der einen Seite und Kapital auf der anderen Seite. Jetzt besteht aber die Welt natürlich nicht aus zwei Gruppen, die diese Arbeits- und Kapitaleinkommen besitzen, erhalten, zum Glück heutzutage. Und deswegen ist die personelle Verteilung mindestens ebenso wichtig, mindestens ebenso wichtig, auf die personelle Verteilung zu schauen. Die Hauptarbeit dazu, und das ist tatsächlich eben in der Mainstream-Ökonomie passiert, wer das sehr stark in den Mainstream getragen hat, war Thomas Piketty und seine Co-Autoren. Und meiner Ansicht nach ist seine Stärke die empirische Arbeit mit langen Datenreihen, und der eben gezeigt hat jetzt über, also dass diese Daten sind jetzt von 1908 bis 2008 für die anglosächsischen Länder, Großbritannien und die USA. Und Piketty, eine der Dinge, die er tut, ist, sich den Anteil der Top 1%, der Top 10% am Nationaleinkommen, also wieder am Gesamtkuchen anzuschauen. Und ich weiß nicht, wenn Sie die Arbeit kennen von Piketty, er findet immer U's. Also welche Daten auch immer er anschaut, Piketty hat immer das U. Das in der langen Frist oder die Hängebrücke, die amerikanische Suspension Bridges, wenn Sie das Bild vor Augen haben, das, wo er hinsieht, findet er die U's. Und das hängt ein bisschen auch, und das ist gar nicht als Kritik gemeint, es ist einfach nur, er erzählt diese Geschichte einfach so stark, hängt eben mit seiner Geschichte zusammen, die er erzählt, nämlich, und macht das mit wirklich sehr spannenden Beispielen, also falls Sie die Chance haben, Capital in the 21st Century zu lesen, das ist eine große Empfehlung, es ist wirklich höchst lesbar, das Buch von ihm, macht das auch wirklich sehr schön mit Beispielen aus der Literatur, aus dem eben 20. Jahrhundert, also halt 1900 irgendwas, 1800 irgendwas, 19. bis 20. Jahrhundert, wo der Wert von Menschen und von Heiraten völlig klar in Geld ausgedrückt war. Also jede Person, die irgendwie vorkommt, hat einen Estate von so und so viel 1000 Pfund im Jahr und so. Und dann weiß man, was für eine gute Partie das ist und wie sinnvoll das ist. Und Piketty's Sorge und warum er sich eben mit diesen Daten so stark beschäftigt, ist, dass Hocheinkommensgesellschaften am Weg sind, wieder zurück zu einer ungleichen Gesellschaft, in der Erben und Heiraten wieder so wichtig ist, wie damals zu Zeiten eben der Erbaristokratie. Also, dass wir wieder am Weg sind in einer Gesellschaft, wo Erbschaften und wo Erben viel wichtiger ist als Arbeiten. Und eben diese zentrale Abkehr vom Leistungsgedanken und der Chancengleichheit und hin zu einer erbaristokratischen Gesellschaft. Wenn eben Vermögen so groß wird, dass es nicht mehr möglich ist, so ungleich verteilt wird, dass es nicht mehr möglich ist, sich eine Position zu erarbeiten in seinem Leben, sondern dass man eben schon dieses Startkapital entweder ererbt oder halt in geringerem Maße erheiratet. Also dass das ohne dieses Startkapital nicht mehr möglich ist, weil es einfach die Ungleichheit so groß ist, dass man nicht mehr bis hinaufkommen kann, allein durch Arbeit. Gut, also eben der Anteil des obersten 1% in den anglosächsischen Ländern, dort ist das U ganz deutlich ausgeprägt. In Kontinentaleuropa sieht man das deutlich weniger stark zurzeit. Verläuft deutlich flacher und auch der Anstieg am rechten Ende ist weit weniger stark. Bei Vermögen ist die Geschichte ein bisschen anders, dazu kommen wir noch. Aber was wir zurzeit in Kontinentaleuropa sehen, ist, dass das europäische Modell zu einem gewissen Grad noch funktioniert.
in dieser Hinsicht jedenfalls, dass die obersten, die ganz reichen, das ist Top 1%, aus administrativen Daten, also die tatsächlich wahrscheinlich recht gut die gesamte Verteilung abdecken, dass das nicht so davon zieht, wie in den anglosächsischen Ländern, wir das zum Teil schon beobachten. Was nicht heißt natürlich, dass alles in Butter ist, deswegen hier sehen Sie die Entwicklung der Einkommen in Deutschland nach Dezilen, normiert auf 1991 eben bis 2016, das ist aus einer sehr rezenten Publikation des DIW, basierend auf SEP-Daten. Und wie man da sieht, ist das erste Dezil, das Einkommen hat durchaus stagniert. Also man hat nicht so diese Einkommenszuwächse gesehen, die man eigentlich in einer wachsenden Wirtschaft über eben diese 25 Jahre, die da betrachtet werden, in einem Hocheinkommensland schon erwarten würde. Das sind verfügbare Einkommen, das heißt, das ist bereits nach Umverteilung durch den Sozialstaat und eben bedarfsgewichtet, also halt nach Größe die Größe des Haushalts wird da einbezogen. Genau, also es ist ab dem zweiten Dezil gibt es schon ein Wachstum, aber auch da ist es nicht berauschend und man sieht ganz klar, dass die Spreizung ab 2010 wieder zugenommen hat. Also die Ungleichheit bei den Einkommen steigt in Deutschland durchaus, nach diesen Daten zumindest, über diesen Zeithorizont. Gerade bei Ungleichheit kommt sehr stark drauf, bei Einkommensungleichheit in Deutschland kommt sehr stark darauf an, wann man den Staat setzt. Jetzt habe ich vorher eben gerade über Kapital- und Arbeitseinkommen gesprochen, als wären das irgendwie zwei Gruppen, wenn es tatsächlich natürlich nur zwei Produktionsfaktoren sind. Die nächsten Daten habe ich leider nicht für Deutschland, sondern habe die österreichischen nehmen müssen, weil relevant ist dann natürlich, wer erhält dieses Einkommen. Wir wissen ja, dass heutzutage nicht mehr es eine Arbeiterinnengruppe gibt, die nur Arbeitseinkommen hat und eine Kapitalistengruppe, die nur Kapitaleinkommen hätte. So schaut eine moderne Wirtschaft zum Glück nicht mehr aus. Sondern es gibt immer gemischte Einkommensformen. Wir haben aber mit dem Household Finance and Consumption Survey, dem HFCS, in Deutschland auch bekannt als PHF, zum ersten Mal wirklich sehr gute Daten für ganz Europa, was die Gesamteinkommen angeht und auch die Aufteilung der Gesamteinkommen. Und was wir hier sehen, ist die Bedeutung der unterschiedlichen Einkommensarten für unterschiedliche Einkommensgruppen. Und zwar eben für die unteren 99%, also die große Mehrheit der Bevölkerung und andererseits rechts für die Top 1%. Und dunkelblau sind die unselbstständigen Einkommen, so mittelblau die selbstständigen Einkommen aus selbstständiger Arbeit, grau oben die Pensionen und so gelblich die Kapitaleinkommen, eben als Anteil am Gesamteinkommen innerhalb dieser Gruppen. Und da sieht man recht deutlich, dass Arbeit sowohl für die 99% als auch für die Top 1% durchaus wichtig ist. Also auch die reichsten 1% arbeiten. Allerdings, der große Unterschied, der ins Auge springt, würde ich sagen, zwischen diesen zwei Graphen ist die Bedeutung des Kapitaleinkommens. Also Kapitaleinkommen macht bei der Mehrheit der Menschen, bei den 99%, einen sehr geringen Teil ihres Einkommens aus. Sie haben es auch. Auch die unteren 99% haben Zinseinkommen, behalten möglicherweise Aktien, auf diese Dividenden bekommen und beziehen daraus einen Teil ihres Einkommens, aber einen sehr beschränkten. Während er am oberen Ende der Verteilung sehr bedeutsam ist, dieser Anteil. Das heißt, immer wenn über politische Maßnahmen diskutiert wird, die Kapital- und Arbeitseinkommen unterschiedlich betreffen, gibt es jedenfalls eine Tendenz, wer davon stärker profitiert und wer nicht. Genau, auch Einkommen aus Vermietung und Verpachtung fallen unter Kapitaleinkommen. Völlig richtig. Zinsen, Dividenden wären die anderen klassischen Einkommensarten. An und für sich auch Wertsteigerungen, aber die sind immer sehr problematisch zu messen in solchen, also Wertgewinne sind sehr problematisch in solchen Erhebungsdaten. Genau, also wenn wir jetzt eben sehen, dass Kapitaleinkommen
doch ziemlich ungleich verteilt sind und unterschiedliche Gewichtung haben, auch im Gesamteinkommen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, weist das ja schon darauf hin, dass Vermögen unterschiedlich verteilt sein dürfte. Und das sind Vermögensdaten, Informationen sind deutlich rarer gesät und deutlich weniger diskutiert, auch oft in der Öffentlichkeit und in der politischen Diskussion, obwohl sie viel ungleicher verteilt sind als die Einkommen und weil sie eine viel schlechtere Datenlage gibt. Bei den Vermögen im Vergleich zu den Einkommen. Das heißt, wir haben aus wissenschaftlicher Sicht da wirklich das Problem, dass die Grundlage, mit der wir arbeiten, die Daten, auf die ich eben vorher die ganze Zeit bezogen habe, wo man wenig eben da Interpretationsspielraum hat und so, ist bei den Vermögensdaten leider nicht ganz so, dass man sagen kann, okay, das sind die harten Fakten und darauf können wir uns einmal alle einigen, unabhängig davon, wo man dann welche politischen Schlüsse oder weltanschaulichen Ansichten man dann drüber legt. Die Datenquellen, die wir haben, sind einerseits eben aus Steuern, das sind die administrativen Daten, die oft einen deutlich höheren Abdeckungsgrad haben, wo andere Dinge problematisch sind, wie zum Beispiel Steuervermeidungs- oder sogar Steuerhinterziehungstaktiken. Aber dennoch hat man üblicherweise aus Steuerdaten eine deutlich breitere und tiefere Sicht auf die, oder wie soll ich sagen, eine tiefere Sicht auf die Daten, weil sie viel feinkörniger sind, wenn man viel detailliertere Informationen hat und weil man vor allem am oberen Ende nicht das Problem der Unterfassung hat. Dass es im Gegensatz dazu eben bei Erhebungsdaten ganz stark gibt. Erhebungen wie der Survey of Consumer Finance für die USA, wie der HFCS, eben in Deutschland PHF für die EU oder in Deutschland eine Ausnahme der SÖP, den gibt es ja schon länger, aber auch nicht eben speziell fokussiert auf Vermögensdaten leider. Die haben den Vorteil, dass sie breiter sind auf der einen Seite, also halt deutlich mehr sozioökonomische Charakteristika auch enthalten, mit denen man dann die Vermögens- und Einkommensdaten in Verbindung setzen kann und daraus eben Schlüsse ziehen kann. Aber dieses Riesenproblem der Unterfassung am oberen Ende haben. Das heißt, der Großteil der nächsten, oder eigentlich ich glaube fast alle nächsten Folien beziehen sich auf den Household Finance and Consumption Survey, auf diese neuen Daten, die von der EZB seit 2010 jetzt erhoben werden. Und die dritte Welle kommt jetzt demnächst raus, also die aggregierten Ergebnisse sind schon publiziert, die Mikrodaten sind noch nicht da. Aber alles, was ich jetzt ab jetzt präsentiere, ist eine absolute Minimal-Untergrenze für die Ungleichheit, weil wir wissen, im Vergleich eben zum Beispiel mit Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, dass der Household Finance and Consumption Service, der HFCS, das obere Ende nicht gut erfasst. Und gerade dort, wenn das Vermögen so ungleich verteilt ist, ist gerade dort natürlich extrem viel Vermögen konzentriert. Aber zunächst einmal einen Schritt zurück, weil eben nicht so oft darüber geredet wird. Schauen wir uns ganz kurz die Definition von Vermögen an. Wovon ich immer spreche, wenn ich Vermögen sage, ist eine buchhalterische Definition von Vermögen. Es gibt ganz unterschiedliche, auch stärker konzeptionelle Definitionen, aber ich bleibe auf der materiellen, buchhalterischen Sicht. Da besteht Vermögen einerseits aus Sachvermögen und aus Finanzvermögen andererseits auf der Asset-Seite und auf der Liability-Seite bei den Schulden. Immer Schulden, das sind bei Haushalten eben hauptsächlich Hypothekarkredite, weitere Kredite, Konsumkredite zum Teil. Genau, bei Vermögen besteht das Vermögen aus Sachvermögen, also Immobilienbesitz, Gebrauchsgüter, Kfz, langjährige Konsumgüter, die im HFCS nicht erfasst werden, aber auch Yachten oder solche Dinge. Wertgegenstände, natürlich nur, die einen gewissen Wert haben. Auch Patenten und geistigen Eigentum, auch das ist in den weiteren Daten jetzt nicht erfasst bei mir dann. Auf der einen Seite eben dieses Sachvermögen und auf der anderen Seite Finanzvermögen. Das ist Bargeld und Einlagen, Anleihen, Aktien, Betriebsvermögen.
ganz zentral. Also Unternehmensvermögen spielt eine große Rolle, ist im HFCS aufgeteilt in Sachen Finanzvermögen, Fonds, Versicherungen, aber auch eben komplexere Produkte wie Derivate oder solche Sachen. Ja. Was eben nicht da her drinnen ist, sind Dinge wie immaterielles Vermögen, das nicht bewertet ist. Also in meiner Definition müssen die Dinge mit Geldwerten belegbar, belehnbar und übertragbar sein. Das heißt, Humankapital zum Beispiel zählt hier nicht als Vermögen. Ebenso wenig Umweltkapital, wo man auch argumentieren kann, dass es eigentlich ein relevanter Vermögenswert wäre, der für den Wert der Gesellschaft eine Bedeutung hat. Auch nicht zum Beispiel potenziell realisierbares zukünftiges Pensionsvermögen. Also im Umlagesystem, Pensionsvermögen, das im Umlagesystem enthalten ist, das in Zukunft erst erwirtschaftet und dann übertragen wird, ist nicht in dieser Vermögensdefinition drinnen, weil es nicht übertragbar ist. Sie können Ihre Pension, die Sie im Umlageverfahren einmal erhalten werden, nicht vererben und Sie können sie auch niemandem übertragen, Sie können sie auch nicht als Besicherung für einen Kredit verwenden. Genau, also so viel mal zur Frage, was ist Vermögen? Und jetzt die Frage, weil wir es auch oft nicht so im Bauchgefühl haben, weil über Vermögen und seine Verteilung halt deutlich weniger geredet wird, wer besitzt welche Arten von Vermögen? Das sind jetzt Daten für die Partizipation an Vermögenskategorien, also nicht die Höhe, sondern nur wer besitzt überhaupt welche Art von Vermögen? Das ist jetzt für den gesamten Euroraum. Was wir da eben sehen ist, und ich habe es eingeteilt in die untere Hälfte, in was ich die Vermögenden nenne, das ist so die obere Mitte im Grunde, bis zum, also die obere Hälfte, außer eben die reichsten 5%, und die reichsten 5% sind dann die dritte Kategorie. Ja. Was alle besitzen in nennenswerten Ausmaß sind Kraftfahrzeuge. Also auch in der unteren Hälfte besitzen viele Haushalte ein Auto. Oder einen Motorroller oder was auch immer. Die erste Differenzierung zwischen der unteren Hälfte und der oberen sehen wir beim Hauptwohnsitz. Also ab der Mitte in Deutschland und in Österreich hat der Medianhaushalt besitzt kein Wohnungseigentum. Das heißt, mehr als die Hälfte haben kein Wohnungseigentum. Aber so die obere Mitte besitzt den Hauptwohnsitz. Das ist der große Unterschied zwischen der unteren Hälfte und den Vermögenden. Was dann die Reichen, die obersten 5% von der oberen Mitte abgrenzt, ist einerseits weiteres Immobilienvermögen, in Österreich sagen wir Zinshäuser dazu, also halt vermietbares weiteres Immobilienvermögen und vor allem im Unternehmensbesitz. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht in der unteren Hälfte auch vom Unternehmensbesitz gibt. Es gibt, der gleiche Ex-Kollege sagt immer, in diesen Mikrodaten gibt es jede Form von Wahnsinn. Also Sie können sich nicht vorstellen, was man da für Fälle findet. Natürlich haben auch in der unteren Hälfte, 7% in diesem Fall, obwohl ich auf die genauen Zahlen eben bei so Erhebungsdaten jetzt nicht, aber ich würde sagen grob 10%, in der unteren Hälfte besitzen einfach ein Unternehmen. Bei den oberen 5% ist es aber die Hälfte. Ja, also man sieht einfach den qualitativen Unterschied in den Besitzformen bei Vermögen. Wenn wir dann zum Finanzvermögen gehen, sehen wir, Girokonten besitzt die große Mehrheit der Bevölkerung unabhängig von ihrer Vermögensposition. Das Gleiche gilt in ein bisschen geringerem Ausmaß für Sparkonten. Also das sind Vermögensformen, die weit verbreitet sind. Eine interessante Frage ist eben Geld, das dem Haushalt geschuldet wird. Das hätte ich wahrscheinlich über die ganze Breite auch, weil es ist auch ziemlich breit. Also so informelle Kredite zwischen Haushalten sind in Europa überraschend verbreitet. Hat auch die erhebenden Institutionen überrascht. Also das war einfach vielen, glaube ich, nicht so bewusst, wie oft das passiert, dass man sich einfach halt in der Familie, unter Freunden einen kleinen Kredit gibt. Oder wie auch immer, Geld gibt, ausleiht in irgendeiner Form. Relevant sind aber die nächsten Anleihen, Aktien, Fonds und weiteres Finanzvermögen. Das sind eben vor allem komplexere Produkte, wie gesagt, eben Derivate und solche Sachen. Die sehen einen deutlichen Sprung bei den reichsten 5%. Ja. Also wenn wir über
Aktien, wenn wir über Politiken sprechen, die Aktien, Anleihen, Fonds, auch Versicherungsvermögen und vor allem komplexere Produkte betreffen, dann reden wir im Grunde von den reichsten 5% in Europa. Ich habe diese Daten für Österreich auch ausgewertet, das schaut ganz gleich aus. Deutschland habe ich es nicht gemacht, aber ich nehme an, dass das sehr ähnlich sein wird für Deutschen. Also das liegt nicht daran, dass wir da vom gesamten Euroraum sprechen. Ja? Finanzvermögen ist ganz oben konzentriert, noch viel stärker als insgesamt das Vermögen konzentriert ist am oberen Rand. Um das eben nochmal zu verdeutlichen, dass Vermögen stark konzentriert ist, habe ich da die Einkommens-Genies die europäischen Länder, die auch im HFCS abgebildet sind, genommen. Das sind die Bruttoeinkommen, um halt den höchsten Genie zu nehmen, den es gibt bei den Einkommen, weil die nach Umverteilung durch den Sozialstaat, die Nettoeinkommen und die verfügbaren Einkommen sind noch deutlich gleicher verteilt und haben deswegen eine geringere Ungleichheit. Gini-Koeffizient ist bekannt, ich sage vielleicht ganz kurz. Also das ist ein Maß für die Ungleichheit, das zwischen 0 und 1 liegt. 1 wäre eben eine völlige Ungleichverteilung, ein Haushalt besitzt das gesamte Einkommen, 0 wäre eine völlige Gleichverteilung. Und eben von der Größenordnung ist es etwas, was sich recht wenig bewegt. Der Gini reagiert nicht sehr stark auf Umverteilung. Das heißt, eine Veränderung bei den Einkommen im zweiten Nachkommabereich, da tut sich schon ordentlich was. Und im ersten Nachkommabereich haben wir wirklich schon ordentliche Umwälzungen. Und jetzt von der großen Größenordnung liegt dieser Einkommens-Gini-Koeffizient eben zwischen 0,3 und maximal 0,5, so grob in Europa. Das ist das Band, innerhalb dessen sich das bewegt. Und wie gesagt, das sind die Bruttomarkteinkommen. Und wenn man jetzt im Vergleich dazu die Ungleichheit gemessen durch den Gini-Koeffizienten bei den Nettovermögen uns anschauen, sieht man da eine wirklich, also halt für Leute, denen das, also wir haben für Österreich zum Beispiel wirklich keine Vermögensdaten gehabt vor diesen Informationen, und es ist wirklich schockierend. Dieses Ausmaß von Ungleichheit, wie es durch den Vermögens-Gini-Koeffizienten gemessen wird, das in Österreich, warte ich, in Deutschland bei so grob 0,75 liegt, je nachdem, ob man Brutto- oder Nettovermögen nimmt. Es fluktuiert auch leicht über die Erhebungswellen, weil die Daten eben nicht so ganz präzise sind, aber grob bei 0,75. Das ist ein Niveau, wie wir es in Lateinamerika beim Einkommen sehen, also den ungleichsten Ländern der Welt, die wir kennen. Es ist von Vermögensungleichheit ungefähr so hoch wie die USA. Also wirklich auch kein Hort der Umverteilung. In jedem einzelnen Land ist die Vermögensungleichheit deutlich höher als die Einkommensungleichheit, wie man sieht. Am geringsten ist sie in Ländern wie der Slowakei, wenn ich das richtig genau, wie der Slowakei, die nach der Wende sehr starke Vermögensumverteilungspolitiken betrieben hat. Das finde ich aus institutioneller Sicht eine sehr spannende wissenschaftliche Frage, wie sich Verteilung mit unterschiedlichen institutionellen Pathways, Wegen oder Pfadabhängigkeiten verändert. Weil zum Beispiel in Ostdeutschland Wohnverhältnisse privatisiert wurden, genauso wie in der Slowakei. In der Slowakei aber an die darin Wohnenden. Und damit hat die Slowakei einen sehr niedrigen Vermögens-Gini. Bei aller Unsicherheit, die eben in diesen Daten herrscht, was man immer dazu sagen muss. Genau, und damit würde ich jetzt zum vierten Teil kommen, zur Frage Ungleichheit und Macht. Und da anhand von drei Beispielen noch kurz besprechen, wie man das exemplarisch, ich bin halt keine Politikwissenschaftlerin und kann das deswegen nicht sehr konzeptionell machen, aber anhand von drei Beispielen, wie man das wirklich dann beobachten kann, wie sich Ungleichheit in der konkreten politischen Umsetzung dann niederschlägt. Und eben drei Beispiele, wo die Auswirkungen recht deutlich wären, wen es trifft und wer profitiert.
war einerseits eben die Diskussion um eine Vermögenssteuer in Österreich 2014-15, die Diskussion um eine Finanztransaktionssteuer in der EU so um 2010-11 herum und die Mindestlohndiskussion in Deutschland 2014. Und zum ersten und dritten habe ich geforscht, da kann ich ein bisschen weiter, mit dem zweiten habe ich mich eingelesen. Aber, genau. Bei der Vermögenssteuer, wie ich ja vorher schon gesagt habe, geht es immer ums Nettovermögen. Es geht immer um Vermögen minus Schulden, nie ums Bruttovermögen, nur um die Vermögenswerte aufsummiert, Sach- und Finanzvermögen aufsummiert, sondern immer ums Nettovermögen. Und es geht immer, das habe ich vorher vergessen dazu zu sagen, es geht immer um Privatpersonen. Das wird oft missverstanden. Mein Verdacht ist auch oft auch bewusst missverstanden. Es geht nicht um Unternehmensvermögen. Niemand möchte in einer, oder ich kenne keine Vorschläge, in einer Diskussion um moderne Vermögenssteuern, wo vorgeschlagen wird, Unternehmen zu besteuern. Weil jedes Unternehmen ja im Ende irgendwann im Besitz einer Privatperson ist und dort wird es besteuert. Nicht beim Unternehmen. Aber wie gesagt, das ist konzeptionell, glaube ich, für manche wirklich schwierig. Aber es geht um Privatpersonen. Und es geht um Nettovermögen. Das sind einmal zwei, wenn Sie das, ja, das sind einmal zwei sehr grundlegende Konzepte in dieser Diskussion. Und das dritte ist, es wird immer in allen Vorschlägen, die ich kenne, fast allen Vorschlägen, die ich kenne, ein Freibetrag postuliert. Und Freibetrag bedeutet, dass das gesamte Vermögen, das darunter liegt, nicht besteuert wird. Bei jeder einzelnen Privatperson, egal wie hoch deren Vermögen ist, der Freibetrag wird völlig ausgenommen. Also wenn Sie eben bei den Vorschlägen, die Sie hatten, einen Freibetrag von 0,5 Millionen, also 500.000 haben und Sie besitzen 500.000 und 10 Euro, werden nur die 10 Euro besteuert, nicht der gesamte Steuersatz auf die 500.010 angewendet. Genau, das sind die drei Aspekte, die relevant sind zu verstehen bei der Diskussion um Vermögenssteuern. Dann gibt es immer eine Bandbreite von Vorschlägen. In Österreich zwei recht bekannte, hatte ich herausgenommen haben, ist einerseits einer von 500.000 Euro mit einem ein Freibetrag eben von 500.000 Euro mit einem Steuersatz von 0,25%, dann gestaffelt bis 1,45% von 2 Millionen. Ein alternativer Vorschlag war ein Freibetrag von 1 Million mit Steuersatz 0,5 und dann 1% ab 10 Millionen. Und wie gesagt, immer ab 10 Millionen heißt, ab dem 10 Millionen ersten Euro dann auf diesen zusätzlichen Euro der 1%. In Deutschland, wahrscheinlich der prominenteste Vorschlag war vom DIW mit einem Freibetrag 1 Million und höheren Ausnahmen für Betriebsvermögen. Wir haben gerade gesehen, wer davon profitiert, welche Gruppen Unternehmensvermögen vor allem besitzen und einem Steuersatz von 1%. Für die EU hat Piketty vorgeschlagen, einen Freibetrag von 200.000, das ist, weil er ein Forscher ist und die Daten gerne hätte und also deswegen so wenig wie möglich wahrscheinlich ausnehmen möchte. Einen Steuersatz, dafür einen deutlich geringeren Steuersatz von 0,1 und aber auch deutlich progressiver bis zu 5 oder sogar 10%, da legt sich da nicht fest, ab 1 Milliarde Euro an Privatvermögen von Einzelpersonen. Also muss man auch mal bedenken, wenn man in reichen Listen denkt, also das ist immer Familienvermögen. Das müssen Sie natürlich nur auf die Einzelpersonen aufteilen. Jetzt die politische Diskussion, die stattgefunden hat, 2015-16, war, dass eine Partei eher auf eine Vermögenssteuer empfohlen hat und dafür Arbeit entlassen wollte und eine Partei wirklich strikt gegen Vermögenssteuern war. Es hat dann eine Kampagne von zwei Seiten gegeben, der Sozialpartner auf der einen Seite eben pro Lohnsteuer senken und auf der anderen Seite eine Kampagne, die sich genannt hat, der Mittelstand.at und mit dem Slogan, sie sagen Millionäre und meinen uns mit der Vermögenssteuer. Und deren öffentliche Sprecherinnen waren Stifter einer Privatstiftung, ein Aufsichtsrat von Industrie- und Glücksspielunternehmen und eine Hotel-Alleineigentümerin. Also tatsächlich wahrscheinlich die Millionäre und Millionärinnen, die man angesprochen waren. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt für den politischen Prozess, das sind einfach die Akteure und Akteurinnen, die institutionellen und politischen. Was ist die Meinung? Was sagt die Mehrheit und was denken die Menschen? Weil da ganz stark die anekdotische Evidenz war, dass Vermögenssteuern nicht beliebt sind. Mein Gefühl ist, dass es in Deutschland ähnlich ist.
dass man mir das Gefühl hat, mit Vermögensteuern kommt man irgendwie nicht weiter. Mit den Grünen, die das irgendwie versucht haben und dann recht abgesackt sind und so. Also das, so das, das Gefühl, die Menschen wollen das nicht so richtig und man kommt irgendwie nicht durch. Was ein bisschen ein Widerspruch wäre zu ihren eigentlichen materiellen Interessen, wenn man die Vermögensdaten anschaut, die man vorher gesehen hat. Und es war mir ein bisschen unklar, warum man mit dieser Idee nicht durchkommt. Deswegen habe ich mir einmal die Umfragedaten, und das sind natürlich noch einmal deutlich schlechtere Daten als die Erhebungsdaten, die HFCS, die repräsentativ, ich meine, gut, die Umfrageinstitute sagen natürlich auch, dass ihre Daten repräsentativ sind, aber wo deutlich weniger Energie in die Datenqualität gesteckt wird, deutlich kleinere Samples und wirklich sehr problematisch von den Daten. Also das muss man alles mit hohen Schwankungsbreiten versehen, diese Daten, die wir dazu haben. Das zeigt jetzt eben die Mehrheitsverteilung in sämtlichen Umfragen, die ich gefunden habe, zu Vermögensteuern zwischen 2009 und 2016 in österreichischen Medien von unterschiedlichsten österreichischen Erhebungsinstituten durchgeführt. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein offensichtlich konservatives oder ein offensichtlich linkes Institut oder so da drinnen wären. Grün ist die Zustimmung zu Vermögensteuern in unterschiedlichen Ausprägungen, also zwischen 500.000 und 1 Million. Grau, also dunkelgrau ist die Ablehnung und rot ist unentschlossen. Das heißt, Sie sehen eine absolute Mehrheit in fast allen Umfragen. Und wie gesagt, Umfragen. Es ist wirklich, wirklich problematisch und will mich dann nicht sehr darauf verlassen. Und eine Zweidrittelmehrheit in manchen Umfragen pro Vermögensteuern. Also die Mehrheit der Menschen scheint eine recht klare Meinung zu Vermögenssteuern zu haben, ja, die eindeutig positiv oder die wo ich mir schon ein bisschen sicher wäre. Ich kenne viele andere, die dem da gar keinen Wert drauf legen, aber wo ich schon das Gefühl habe, da kann man so ein bisschen eine Meinung herauslesen. Das Ergebnis der Vermögensteuerdebatte, gegeben jetzt diese Positionen, institutionell, parteipolitisch wie öffentlich, war in der Reform, die dann eben umgesetzt wurde, gab es keine Vermögensteuer. Es gab allerdings eine Anhebung bestimmter vermögensbezogener Steuern, eher klein im Umfang. Es gab eine deutliche Senkung der Lohnsteuer. Und es gab sogenannten Registrierkassen, also die automatische Bonierung von Verkäufen in so kleinen Märkten und kleineren. Also wenn also die Umgehung der Umsatz- und vor allem der Gewinnsteuer von Kleinunternehmen. Also vor allem kleinere Gewerbetreibende getroffen, deren also Restaurants war so ein Klassiker, wo man irgendwie keinen anständigen Beleg bekommen hat, oft noch. Genau, also diese Registrierkassen haben vor allem kleine Wirtschaftstreibende getroffen, während die Vermögensteuer, wie wir gesehen haben, ganz am oberen Ende getroffen hätte. Und das war offensichtlich der Trade-off, den es gegeben hat in der politischen Entscheidungsfindung. Das zweite Beispiel, das ich bringen möchte, ist eben die Finanztransaktionssteuer. Deren Anwendungsbereich sind Transaktionen auf Finanzmärkten, an und für sich von Aktienanleihen, aber auch komplexeren Produkten wie Derivaten, Swaps und Futures. Das heißt, wann immer ein Wertpapier an der Börse gehandelt wird, idealerweise auch außerbörslich, wird ein minimaler Steuersatz auf diese Transaktion erhoben, also eben zwischen 0,1 und 0,01%. Es gibt oft Ausnahmen für bestimmte Derivatgeschäfte, aber das ist so die grobe Idee. Ursprünglich vorgeschlagen wurde die Steuer von James Tobin, dem Wirtschaftsnobelpreisträger, der sich allerdings dann in der Folge davon distanziert hat, ganz stark auf die Fahnen geheftet hat sich die Globalisierungsorganisation oder globalisierungskritische Organisation ATTAC, diese Finanztransaktionssteuer, das war irgendwie so einer der Hauptakteurinnen in der frühen Zeit, so Anfang der 2000er, die das genau gepusht haben. Sollte diese Steuer auf den Umsatz oder auf den Gewinn? Das ist tatsächlich eine Steuer auf den Wert beim Umsatz, zum Zeitpunkt des Verkaufs.
Das heißt, die Idee war, der Slogan war ein bisschen so Sand ins Getriebe der Finanzmärkte, also diesen Hochfrequenzumsatz zu dämmen, weil eben langfristige Investoren, Investorinnen, die das Produkt auf 10 Jahre halten, 0,1% nicht mehr merken an Steuer. Das sind Inflation und Zinsen und alle Dividenden viel relevanter. Aber eben dieser Hochfrequenzhandel, der mehrmals täglich mit Aktien handelt und wo eben da die Idee war, dass das ein zentraler Aspekt ist, der Finanzmärkte instabil macht und eben noch zu Zeiten der Dotcom-Blase die Idee war, dass das dann auch dann wirtschaftliche, reale wirtschaftliche Aktivitäten beeinflusst und die Realwirtschaft trifft und Arbeitslosigkeit beeinflusst, dass man diesen Hochfrequenzhandel ein bisschen hintanhält. Also gerade in Bezug auf Rohstoffmärkte auch, wo ganze Ökonomien im globalen Süden davon abhängig sind, wie der Rohstoffpreis aussieht und das ganz stark von institutionellen Investoren, die Produkte nie gehalten haben, sondern einfach nur auf Preisentwicklungen spekuliert haben, da der Versuch, das hintanzuhalten und stärker auf Fundamentalinvestoren zurückzukommen, indem man eben so Hochfrequenzhandel und Leergeschäfte und Derivate dämpft. Mhm. Das ist vielleicht jetzt eine Anfrage, warum dieser Unterschied zwischen den zwei Steuersätzen 1 und 0,1 und 0,1 versus 0,1? Ja, Derivate werden deutlich geringer besteuert, weil sie üblicherweise höhere Leverage haben und damit die mit einem geringeren Betrag bereits höhere Steuersätze erwirtschaftet werden. Genau, also weil es quasi eine Steuer auf eine Steuer ist vom Grundgeschäft ein bisschen. Genau. Die politische Diskussion hier. 2010 waren noch auf der europäischen Ebene alle Institutionen dagegen. Parlament, EU-Kommission und der Europäische Rat haben Beschlüsse gefasst und haben Stellungnahmen abgegeben, wo klar geworden ist, sie sind gegen eine Finanztransaktionssteuer, nachdem eben sie bereits 10 Jahre im Gespräch waren. In diesem Jahr hat es dann eben eine auf europäischer Ebene recht aktive Kampagne gegeben. Gerade Österreich und Deutschland waren da auch Zentren dieser Kampagne, wo es eben Akteure, Akteurinnen gegeben hat, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben und haben dann auch tatsächlich einen Umschwung in der Meinung bewirken können. Also es war genau eben dieser Zeitpunkt 2010 bis 2011, wo sich was getan hat. Aller Wahrscheinlichkeit danach auch unter dem Eindruck der Krise natürlich, die 2008, vor allem 2009 dann Europa ganz stark getroffen hat, wo so das Gefühl vorgeherrscht hat, man muss jetzt was machen mit den Finanzmärkten, so geht das ein bisschen nicht, so geht das nicht weiter, so ein bisschen. Und eben 2011 hat sich das Parlament klar für eine Financial Transaction Tax, FTT, Finanztransaktionssteuer, ausgesprochen. Die Kommission hat Richtlinienvorschläge vorgelegt, ist also als Initiatorin initiativ geworden, wo ja das Initiativrecht bei ihr liegt. Und im Rat, im Europäischen Rat, also wirklich der stark politischen Ebene, der Regierungschef, hat sich eine Elfergruppe für verstärkte Zusammenarbeit gefunden, weil es eben nicht möglich war, eine Einstimmigkeit herzustellen. Und das war ja diese Phase, wo die Überlegung war, ob es nicht innerhalb der EU ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Und das war ein Bereich, die Financial Transaction Tax, die Finanztransaktionssteuer war ein Bereich, wo sich eben bestimmte Mitgliedstaaten für eine verstärkte Zusammenarbeit bereits entschlossen haben und auch eine Gruppe gebildet haben. Danach gab es langwierige Verhandlungen. Mit jeder Veröffentlichung, die rausgekommen ist, waren die Vorschläge stärker verwässert. Es sind immer mehr Derivate ausgenommen worden. Es hat ein bisschen eine Hinhaltetaktik gegeben. Und es ist plausibel anzunehmen, dass das mit Lobbying in Zusammenhang steht. Was öffentlich geworden ist, das ist eine Ernst & Young Beraterin im italienischen Finanzministerium, die noch auf der Gehaltsliste von Ernst & Young tatsächlich gestanden ist. Die war in Italien im Finanzministerium unter anderem für die Finanztransaktionssteuer zuständig. Also selten sieht man es so plakativ und kommt das so deutlich heraus, wie da irgendwie die Verstrickungen sind. 2017 hat dann Macron die Finanztransaktionssteuer aufs Eis gelegt, während sich Deutschland noch immer stark dafür einsetzt. Zurzeit ist meinen Informationen nach der Vorsitzende der Zehnergruppe, Estland ist ausgestiegen,
ist inzwischen nicht nachbesetzt. Also es wird, stirbt gerade einen leisen Tod, ein bisschen diese Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene. Das ist ein zweites Beispiel, wo man sieht, dass Mehrheitsmeinung kann ich in dem Fall nicht sagen, aber wo irgendwie der Versuch, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen und Druck von unten aufzubauen, nicht erfolgreich ist. Und als drittes Beispiel habe ich daher ein Gegenbeispiel, die Mindestlohndebatte in Deutschland. Wie Sie wissen, bestimmt wurde der Mindestlohn in Deutschland 2015 eingeführt mit 8,50 Euro, allerdings mit deutlichen Ausnahmen. Also eine war die Möglichkeit, Tarifvertrag vereinbarten Branchen Mindestlohn, aber auch Jugendliche, Auszubildende, Saisonarbeit. Es gibt einen Haufen Ausnahmen. Dennoch, er wurde eingeführt. Wurde dann zweimal erhöht seither. Die Debatte davor, also vor Vereinführung des Mindestlohns, hat sich ganz stark auf die Beschäftigungseffekte konzentriert. Und da hat meiner Ansicht nach die deutsche Mainstream-Ökonomie keine sehr, sehr rühmliche Rolle gespielt in dieser Diskussion. Der Fokus war, wie gesagt, auf den Beschäftigungseffekten, also auf den befürchteten Arbeitsplatzverlusten eines Mindestlohns. Und die Schätzungen waren eben in zwei Wellen grob, 2007, 2008 und dann wieder 2014 herum, wie die Debatte eben nochmal aufgeflackert ist. Der Glück für uns ist, dass in der ersten Welle 7,50 Euro sich mit der Inflation recht gut auf 8,50 Euro dann 2014 ausgeht. Das heißt, die sind tatsächlich vergleichbar. Und was da eben oft publiziert wurde von einer ganzen Bandbreite an Instituten, waren eben Prognosen über die potenziellen Beschäftigungsverluste eines solchen Mindestlohns, die in der ersten Welle bis über 1 Million verlorenen Jobs gingen, bis eben so zwischen 1 Million, aber 200.000. Aber wie man sieht, und das sind meiner Ansicht nach, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Vollerhebung, dass ich sämtliche Prognosen da habe, die veröffentlicht wurden. Freue mich über Hinweise, falls nicht. Aber das deckt das gesamte Meinungsspektrum innerhalb der Ökonomie in Deutschland ab, 2008, 2007, über die Effekte eines Mindestlohns. Und dann wieder 2014, also eben auch zwischen 200.000 und eben das obere Ende wurde truncated, wurde gekürzt auf gut 800.000, aber auch da massive erwartete Jobverluste. Wie gesagt, ich glaube, das sind sämtliche Prognosen, die veröffentlicht wurden, ich bin mir ziemlich sicher. Ex post hat sich herausgestellt, dass das bei Weitem nicht so ist. Und Sie sehen den Ausreißer mit 120.000. Was Sie nicht sehen, sind drei Studien, die keine Effekte sind. Ich habe da ein Loch gelassen und deswegen die eine hinüberversetzt. Das ist keine Vollerhebung. Es gibt deutlich mehr Studien und die meisten finden minimale, zum Teil sogar leicht positive, aber minimale bis nicht unterscheidbar von null die Arbeitsplatzeffekte der Einführung des Mindestlohns in Deutschland. Das erste waren Prognosen und Erwartungen, das zweite sind die Daten ex post. Alles natürlich mit einer Bandbreite, weil auch in die Schätzungen ex post natürlich viele Variablen einfließen, was man glaubt, dass erklärende Variablen sind und welche Effekte da eine Rolle spielen. Daher auch eine gewisse Bandbreite an Schätzungen. Aber der Fehler, der offensichtlich in den Prognosen drinnen ist, ist, also auch mit eben, wenn man mit großen Spielräumen arbeitet, ist offensichtlich massiv und offensichtlich massiv einseitig verzerrt. Was überraschend ist aus einer wissenschaftlichen Sicht, weil es davor bereits international viele Ergebnisse gab, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, zu den Arbeitsplatzeffekten eines Mindestlohns, die in der großen Mehrheit inzwischen zeigen, dass Mindestlöhne kaum Beschäftigungseffekte haben. Also genau das, was dann die Ex-Post-Studien gefunden hätten, hätte man aus einer US-amerikanischen Großbritannien-Sicht eigentlich prognostiziert. Warum dann wurde dieser Mindestlohn umgesetzt, wenn die ökonomische Expertengemeinschaft so eindeutig der Meinung war, wie problematisch das ist?
ich war dann nicht so nah dran und kann das nur aus der Ferne ein bisschen nachvollziehen versuchen. Mein Eindruck ist, dass einzelne wissenschaftliche Akteurinnen und Akteure eine große Rolle gespielt haben, also das IAQ in Duisburg-Essen, das WSI, der Hans-Böckler-Stiftung, glaube ich, haben da viel Arbeit geleistet, viel Überzeugungsarbeit auf der politischen Ebene geleistet. Und was es halt schon zeigt, im Endeffekt ist es, dass es durchaus noch ein Primat der Politik gibt, auch wenn sich die Experten, vermeintlichen Experten in diesem Fall leider, weitgehend einig sind, dass man dennoch Politik durchsetzen kann. Das heißt, zusammenfassend, in zwei Folien, zwei Minuten, also was ich jetzt heute so in ein bisschen einer Tour de Force der Verteilungsökonomie oder der Verteilungsdaten Ihnen erzählt habe, ist einerseits der Anteil der Arbeitseinkommen am Gesamtkuchen fällt. Die Lohnquote sinkt ziemlich eindeutig in allen kontinentaleuropäischen Ländern, auch in den anglosächsischen Ländern. Zugleich wächst der Anteil der Reichsten bei den personellen Einkommen, vor allem in den anglosächsischen Ländern. Sie erinnern sich an Pikettys U. In Deutschland ist es eher so, dass das Einkommen des untersten Dezils schrumpft und nicht so stark die obersten ganz extrem wegziehen. Vermögen ist viel ungleicher verteilt als Einkommen. Also wenn Sie sich eine Sache merken von heute, dann bitte, dass Vermögen und Einkommen einfach nichts miteinander zu tun haben in der Verteilung. Unser Bauchgefühl als Mitteleuropäer, Mitteleuropäerinnen, dass wir im Grunde noch eine Mittelschichtsgesellschaft sind, stimmt beim Vermögen überhaupt nicht. Es stimmt beim Einkommen weitgehend. Was nicht heißt, dass es nicht oben und unten Probleme gibt, auf die man hinschauen muss, aber beim Vermögen ist so extrem konzentriert wie das Einkommen in lateinamerikanischen Ländern, wie das Vermögen in den USA. Es ist einfach nicht die Gesellschaft, die ich jedenfalls im Bild habe, wenn ich an Deutschland, an Österreich denke. Und gerade beim Finanzvermögen, also was Unternehmen, Aktien, Anleihen angeht, das besitzen vor allem die Reichsten. So, und der Titel war ja Was nun? Also was jetzt damit, mit diesen Infos? Meiner Ansicht nach, und ich habe das versucht auch mit den Beispielen der Ungleichheit und Macht ein bisschen zu veranschaulichen, wenn ihn zu zeigen wäre ein bisschen zu stark, aber halt Beispiele zu bringen, dass es in Deutschland noch halbwegs, zumindest im Vergleich, noch bessere Voraussetzungen gibt für ein Primat der Politik, für die Möglichkeit, umverteilend einzugreifen. Es gibt eine stabile, verhältnismäßig stabile im europäischen Vergleich wirtschaftliche Entwicklung und auch die politische Entwicklung ist noch nicht so polarisiert wie in vielen anderen Ländern, das bereits der Fall ist. Vorschläge gibt es massenhaft. Ich möchte Ihnen da jetzt nicht eine Litanei an Ideen bringen, die Sie ohnehin wahrscheinlich alle längst kennen. Ich werde sie da ganz kurz aufzählen, habe ich mir gedacht, das Vermögensteuern, es ist ein offensichtliches Beispiel, Kapital zumindest gleich zu behandeln und nicht besser zu behandeln als Einkommen in der Besteuerung. Und zurzeit wird Kapital geringer besteuert als Arbeit durch die Entbesteuerung. Also zumindest eine Gleichwertigkeit der Faktoren herzustellen in der Besteuerung. Und eine Möglichkeit wäre auch, Kapital an der Finanzierung der Sozialversicherung zu beteiligen, in irgendeiner Form. Ideen, die stärker an der Ursache ansetzen und stärker an der, also nicht Redistribution after the fact, also umverteilen, nachdem schon die Einkommen generiert sind, sondern tatsächlich die Verteilung der Markteinkommen angehen, also Pre-Distribution, wie man sagt auf Englisch, wären zum Beispiel eben Staatsfonds, also sich zu überlegen, wie man ein gesellschaftliches Eigentum an Unternehmen, an der Wertschöpfung aufbauen kann oder auch Mitarbeiterbeteiligung, wie man das nicht dann so zentriert, sondern dezentraler über Genossenschaften oder andere Möglichkeiten machen könnte. Da liegt der Teufel natürlich immer im Detail und es ist irrsinnig schwierig, da konkrete und sinnvolle Vorschläge dann tatsächlich zu machen. Aber das wären so die Richtungen, in die ich nachdenken würde, wenn man sich überlegt, was man tun kann. Woran wir gerade arbeiten, ist das mit aktuellen Ideen und Buzzwords ein bisschen zu kombinieren. Wir arbeiten gerade an einer Studie zur Digitalisierung, wo wir sehen, dass digitalisierte große Unternehmen, also im DAX und TechDAX, auch stärker, oder technologisierte, auch stärker finanzialisiert sind.
Also dass Digitalisierung und Finanzialisierung Hand in Hand gehen. Und damit wäre zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer wieder eine logische Ableitung, die man aufgrund einer aktuellen Debatte wie der Digitalisierung und Industrie 4.0 damit verknüpfen könnte. Die wirklich wichtige Frage aus meiner Sicht, gerade eben was die ersten zwei Beispiele angeht, der politischen Macht, ist, welche Akteurinnen und Akteure versucht man strategisch an Bord zu holen, um die Ideen umzusetzen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an Ideen mangelt, ich glaube, dass es an politischer Umsetzungsfähigkeit mangelt, oder das ist jedenfalls meine Beobachtung des politischen Prozesses. Genau, und dass das vor allem für die Zukunft und auch für wissenschaftliches Arbeiten besonders relevant ist. Vielen Dank. Und ein letzter Satz noch. Falls Sie diese Themen interessieren, es gibt einen neuen Master in Sozioökonomie an der Uni Duisburg-Essen ab Herbst, in dem ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen lehre, wo wir versuchen, aus einer eben pluralen Perspektive und multiparadigmatischen Perspektive ökonomische und soziale Fragen beleuchten. Vielen Dank.